Hey und willkommen zu Part 26 hier auf Larunmuichi Dark Souls 1 mit mir. Und ich habe gute und schlechte Nachrichten, muss ich sagen. Die gute Nachricht, wir haben tatsächlich den ganzen DLC hier jetzt schon abgekracht. Das war der einzige Boss, mir schwäße Priscilla. Na, hab ja im letzten Teil gesagt, dass ich, dass ich hier mich informieren werde, wo es denn weitergeht. Aber es geht nicht mehr weiter, das war's an diesem DLC. Und es gibt noch einen anderen DLC, aber da muss ich mich erstmal selbst reinfuchsen, wie man da reinkommt. Das ist mit hier Hydra-Töte und Spielverlasse und hin und her und hin und her. Und das ist mir ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Und auch für dieses Let's Play, also ich... Was? Was? Können wir verdammt nicht teleportieren? Was? Was ist denn das Problem? Teleportieren? Oh, da kann ich mich nicht teleportieren. Ja, okay. Okay. Ja, dann versuchen wir jetzt erst einmal hier wieder... Oh, ich hab's aber sehr genossen, dieses Gebiet, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Aber erst mal sammeln wir noch hier dieses Item ein. Und dann ist das tatsächlich der finale Part, merke ich gerade. Denn ich möchte... Was heißt ich möchte? Es gibt zwei Dinge, die ich natürlich heute, also in diesem Part jetzt noch machen möchte. Nummer uno. Gewinn besiege, logischerweise. Wir wollen das Spiel durchspielen. Also, drei Dinge jetzt. Erstmal den DLC verlassen, weil wir gerade nicht teleportieren können. Dann Gwyn besiege, beziehungsweise das ist der letzte Punkt, den wir machen. Und dann gibt es noch die gute Guinevere, seine Tochter. Und da möchte ich euch, viele, die sich dieses Let's Play, ich meine, Larunmuichi ist ein winziger Let's Play-Kanal. Und wenn man sich hier Dark Souls Let's Play angucken will, dann gibt es bestimmt 100 Alternative, die besser sind, ne? Sag ich jetzt einfach mal so. Aber dennoch hoffe ich, dass euch hier das Let's Play... Ich fange schon mal mit sentimentalen Worten an hier ein bisschen. Dennoch hoffe ich, dass euch das Let's Play hier gefallen hat. Mir hat es einen Haufen Spaß gemacht. Ich liebe es. Wirklich Dark Souls. Wunderbar. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Und genau das, was ich euch zeigen möchte bei der Priscilla. Priscilla? Wie komme ich auf Priscilla? Nicht... bei der Guinevere. Das kennt bestimmt schon der ein oder andere, der sich eben hier dieses Let's Play anguckt, denn ich glaube kaum, dass mein Let's Play was für Leute ist, die Dark Souls noch gar nicht kennen. Ja, das war's mit der gemalten Welt von Ariamis, heißt's, glaube ich. Ich verbeuge mich zutiefst beeindruckt von diesem grandiosen Gebiet. Vielleicht kommt auch noch irgendwann mal ein Zusatzvideo. Ein Zusatzvideo zu, zum DLC mit dem Artorias, weil den kann man auch besiegen, aber das, wie gesagt, ist ein bisschen komplizierter reinzukommen und, das muss ich selbst erst einmal ausprobieren, bevor ich hier irgendwie was, gedeichselt bekomme, sage ich mal. So, mir renne jetzt straight mal zu einem Bonfire. Ich muss mal gerade glatt überlegen, welches denn sich am besten anbieten wird. Weil soweit habe ich natürlich jetzt schon mal nicht gedacht. Ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, dass man sich teleportieren kann. So, wenn wir... Ja doch, wunderbar. Die Brücke steht richtig. Wir können hier weiter. Und ich sage euch so viel. Prägt euch dieses wunderschöne Arno Londo hier nochmal ein. Schaut es euch gut an. Es ist, es wird was passieren. Kann ich sagen. So viel kann ich verraten. Aber erstmal geben wir hier... Oh, kommen wir hier durch? Ja, ich hab's ja aufgemacht. Erstmal gehen wir hier durch und geben Andre... Neben Riesenschmied die dunkle Glut. Ich hoffe, die Leute kommen hier nicht rein. Ui, inzwischen One-Hit. Sehr schön. Ja. Du bekommst... Wer war das? Mann, ich möchte doch nur... Oh, so, bist jetzt erledigt, danke. So. Hallo André, es tut mir leid. Nett André, Riesenschmied. Und kann ich dir nichts geben? So, wir gucken erst mal, wie viel Schaden mir denn mache. Na, unsere ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr drin, ja. Nee. Okay, tut mir leid, die dunkle Glut gibt's dann wohl nicht für dich. Ist aber auch kein Problem. Wir watscheln jetzt straight zurück. Bolzen mal ein Schild an. Oh ne.
Ich dachte gerade, wir wären schnell genug für eine, leicht genug für eine schnelle Rolle, aber ich fürchte, wir müssen wohl so gegen den guten Gwyn bestehen. Naja, was soll's. Und erstmal save ich mir jetzt hier ein Bonfire. Das ist die falsche Richtung. Erstmal sicher. Ich hab vergessen, wie groß die Böge sind. Und bevor, ne? Ich hab's gesagt, als wir hier in Arno Londo waren. Ja, wir holen uns das hier noch. Keine Sorge, ja, bis heute nicht gemacht. Und jetzt ist der Tag. Letzter Part Dark Souls hier auf diesem Kanal. Dark Souls 1. Ich hätte Rolle sollen, hat aber trotzdem geklappt. Sau risky. Drachentöter, groß, scheiß, Dreck, alles. Und runter zu's. Keine Sorge, Dark Souls 2 kommt immediately danach. Also, ja, freut euch auf jeden Fall drauf. Ich freue mich drauf. Wobei es natürlich nicht so grandios wie Dark Souls 1 ist. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ist ein gutes Spiel, ne? Ist gut. Ne? Ist immer noch ein super... Wenn du es mit anderen Souls-like, ne, in Anführungsstriche, vergleichst, ist das immer noch ein Feuerwerk, ne? Aber an Dark Souls 1 kommt es halt nicht ran. Und das, ist halt ein bisschen schade, aber so ist es halt. So ist es. Der erste Teil ist oft unübertroffen, außer bei Mass Effect zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Da ist der erste Teil, finde ich, sehr gut übertroffen worden von Teil 2 und Teil 3. So, dich könnte ich mal noch machen, du kleines Arschloch. Du gehst mir schon seit wir hier sind, auf die... Oh, du hast mehr Leber als der andere, kann das sein? Naja, was soll's. Was soll's, ja. Ja, der Partner arbeitet ein bisschen unsere alte... Alter, ich sollte nicht gegen den kämpfen. Weil ich kein Bonfire hier in der Nähe, also noch nicht hab. Oh! Heilung. Ich kämpf gleich gegen ihn. Und erstmal unsere freudige, schöne kleine Silberritter hier wieder. Hallo. An euch können wir nochmals parieren, über. Komm, greif mich an. Viel zu früh, ein Kilometer. Und, wumm. Warum? 1229 Schade. Ich guck mal, ob ich ein alte paar Dark Souls von mir finde. Also... Logischerweise finde ich dann, wo wir dies erste Mal parieren. Das wird lustig. Ja, die Reise war lang. Hallo, dich habe ich irgendwie ganz vergessen. Schauen wir mal, wie viel Schade ich so mache. Boah, reicht, denke ich. Die Reise war lang, aber sehr, sehr schön. Ich bin glücklich, wie es gelaufen ist. So, ich werde jetzt ganz schnell mal wieder was hochspulen. Denn wir müssen gerade den gleichen Weg nochmal zurücklaufen und das möchte ich euch gerade nicht zumuten. Also bleibt in der Leitung, jetzt wird's richtig spannend nochmal. So, erstmal machen wir noch den Hallo-Tri hier. Platt. Wenn's denn klappt. Wenn er mich nicht vorher tötet. Das könnte er nämlich auch gut machen. Wow, der Schlag war sowas von unnötig. Ich hab Panik, ich roll gerade nur ihn an. Oh, gut. Oh, das war dumm von mir. Der macht halt gut Schade, muss man sagen. Mir halt aber auch, ne? So. Und gute Nacht. Okay, das habe ich unterschätzt. Oder mich überschätzt. So, du bist erledigt. 5000 Seele. Gibst mir zwei Dämonen Titanit. So, und dann... Wisst ihr, wo wir jetzt hin? Ich bin so dumm. Aber nein, es hat schon gepasst. Wir hätten uns zwar teleportieren können von dem Bonfire, aber... Aber das, hätte dann dazu geführt... dass mir jetzt hier diesen Nupsi nicht machen konnte. So, und ihr erinnert euch, hier waren wir gegen... Gwyn. Was rede ich? Nur weil ich den Gwyn hier sehe. Alter, ich reg mich gerade um mich selbst auf. Hier haben wir gegen... Ornstein und Smaug. Es ist ein bisschen viel. Ich bin so... sentimental berührt. Oh, bitte, nimm den Fahrstuhl noch. Nimm ihn! Boah. Dankeschön. So.
Oh, freut ihr euch? Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich freue mich wie ein fucking Schnitzel drauf, was wir tun. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe immer nur davon gehört. Achtung, das blende ich mal ganz kurz aus, was ich tue. Keine Sorge, ihr seht gleich wieder was. Ja. So. Und ihr seht die wunderbar nette Guinevere. Wunderbar, ihr habt das Herrschergefäß gefüllt. Ihr werdet ein wahr bla 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 bla. Ja, alles klar. So. Und mit der, was wir jetzt machen? Dankeschön, es ist so wunderbar, dieser Moment. Genieße mir nochmal. Huch! What the fuck has happened? Thou that tarnishest the godmother's image, I am Gwyndolin. And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londa. Joa. Und was wir jetzt haben. Erstmal gucken, ob das Bonfire noch funktioniert. Ja, aber das sieht gut aus. Und was wir jetzt haben, ist ein düsteres Anor Londo. Denn, so viel kann ich der Lore hinzufügen, es ist, es ist hier, wir sind hier, viel ist eine Illusion, ne? Also, soweit ich es verstanden habe, ist das, was wir jetzt wirklich hier sehen, das echte Anor Londo und dieses ganze Helle und Tolle ist halt eine Illusion vom Wendelin erschaffe. Und ihr seht auch hier, sind jetzt zwei kleinere Kollegen. Netzholzschild, Ritterschild. Die hier werden in manche Kreise für Ornstein und Smaug gehalten, weil wir hier ein starke Fette haben und ein eher leichte. Oh nein, mach dich. Oh wow. Ich dachte gerade, ich mache so wenig Schaden, aber das ist ja hervorragend gelaufen. Das ist so cool. Was ist das für ein Parry? Sau, sau cool. Wunderbar. Cool. Ja, die haben wir. Na, und ihr seht, das ist halt richtig krass jetzt. Ist richtig krass. Ich sehe es auch hier gerade eben selbst im Spiel zum allerersten Mal. Und es passt besser zu der Stimmung von Dark Souls an sich. Ne, so könnte Anor Londo halt auch aussehen. Hallo. Sagst du jetzt was du dazu? Nö, sagst du nichts. Du bist immer noch der Gute, Alter. Und es ist krass. Es ist richtig krass. Die Stimmung ist ganz, ganz anders. Ganz anders. Boah, geil ist es auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz. Würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf zum allerletzten Boss des Spiels. Zu Lord Gwyn höchstpersönlich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich mich gegen ihn schlagen werde. Und nervös bin ich bisher noch gar nicht. Den machen wir mit links. Nee, natürlich nicht, aber spannend wird's allemal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Feuerbandschrein. Bis gleich. So, alright, Freunde. Wir werden jetzt nochmal uns ein paar Seele reinziebeln. Ja, komm, die vom Sif, dass mir mal gucke, alles was geht. Auch das werde ich hier kurz wieder hochspule. Alles was geht, muss rein. So, und die Hoffnung von mir ist jetzt natürlich, dass mir Kondition so weit hochbollern, dass mir auch schnell rollen könne. Ja, nee, es reicht nicht. Ja, schade. Gut, Versuch was wert. Ey, wach auf. Wach auf. Ja, ja, Entschuldigung, du warst halt am Schlafen. Oh, süß, hallo. Ja, es ist etwas urgent übrigens. Is it something urgent? Das hören wir jetzt nochmal. Und vor. Oh, warte mal. Is it something urgent? Super. Und jetzt füttern wir dich mal mit großer Scherbe und so. Was? Große Scherbe füttern? Große Scherbe beschädigt wird, kleine Scherbe. Ah, hier können wir die klein machen. Was wird grüne?
Oh, ja, lol, wir können die alle zu kleine Scherbe machen. Ne, wird grüne. Was wird eine weiße Scholle? Keine Ahnung, mir egal. Wird weißer Brocken, Alter. Graue Scholle. Cool, damit kann man... Alles klar, Gegenstand verkaufen. Gibt's irgendwas, was richtig Moneten bringt? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Dann, bring mich mal nach unten. Jetzt geht's zum Gwyn an der Krage. Jojo, ich halte für einen Moment inne. Ja, das war ich. Das war nicht unser netter Freund, Königssucher Framd. So. Oh, Leute. Auf diesen Moment. Wir haben eine Weile gewartet, aber jetzt geht es ab. Und ich sehe da hinten eine Leiter. Kann man sich hier irgendwie vielleicht noch umschauen ein bisschen? Ich glaube es eigentlich nicht, aber... Geht nix, oder? Feuerbandschrein. Alles klar, Leute. Dann gehen wir mal rein. Wir setzen uns kurz hier hin. Und Attacke, würde ich sagen. Gehen wir mal rein und schauen, was uns hier so erwartet. Ah, ja. Es ist toll. Es ist toll. Hier wandeln irgendwelche Geister von links nach rechts. Und jetzt fliegt ein Helikopter hier vorbei. Die habe ich am Anfang angegriffen, weil ich Angst vor denen hatte. Wow, Controller. Steig jetzt nicht aus. Ofen der ersten Flamme. So, und hier haben wir Feinde, die auch ganz gut Schaden machen. Denn diese netten Dudes nutzen, ja, sagen wir mal, die gleiche Waffe wie ich. Oder die gleich, also... gleich oder vergleichbar. Aber die sind, glaube ich, mit einem One-Hit auch zu erledigen. Jawohl. Gute Sache. Grauer Brocken. So, und das ist jetzt so ein... Ich finde hier, wenn man parieren kann, fühlt man sich halt wie so ein Badass, der durchgeht und, ne, bisschen sich von nichts aufhalten lässt. So, das ist die letzte Verteidigungslinie vorm Gwyn, seine Black Knights. Und wir lassen uns von denen einfach nicht aufhalten. Das ist jetzt aber ein großes Schwert. Roter Brocken. Puh. Ehrlich gesagt möchte ich eigentlich gar nicht, dass das Let's Play vorbei ist, denn es macht richtig Laune. Aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und es gibt ja immer noch wunderbar Teil 2. Ja, wunderbar ist jetzt ein starkes Wort, aber es gibt noch Teil 2. Ja, der macht auch Laune. So. Sieht halt auch geil aus, dieses Gebiet. Wenn ich hier mal kurz einen Moment innehalte. Da gibt's noch Loot, den hätte ich gern. Weiß zwar nicht, was es hier gibt, aber den hätte ich gern. Den hätte ich mit Sicherheit gerne. Ah, die Black Knight. Der Black Knight kuscht. Sehr, sehr schön. Aber mal eine blöde Frage. Wenn ich... Oh, das ist aber dann viel zu schwer, glaube ich. Wenn ich eh schon... zu schwer bin. Kann ich doch eigentlich auch die Black Knight Rüstung anziehen, oder? Wenn ich jetzt nicht... Oh, das ist jetzt eine Fat Roll. Aber dann kann ich eigentlich auch... ja, dann kann ich eigentlich auch die Steinrüstung gleich anziehen. Oder? Ja, viel schwerer wird's auch nimmer. Dann probieren wir mal damit. Steinrüstung. Physische Abwehr ist in die Unendlichkeit gestiegen. Und ihr könnt euch schon mal mental darauf vorbereiten, auf die beste Bossmusik, die es gibt. Sehen wir ihn schon stehen? Da steht er schon. Da steht er schon mit seinem flammenden Schwert. Ich bin so... Scheiße, da gibt's Loot, den habe ich jetzt nicht gesammelt. Egal. Wir sind eh so fett. Das passt schon. Wir sind eh so fett. Okay, hier haben wir noch einen mit einer Axt. Geparried, wunderbar. Die Steinrüstung müsste man aber hier ein bisschen entmussen, finde ich. Oder findet ihr nicht? Weiß ja nicht. Und
Der letzte mit einer helle Barde wie wir. Und der trifft mich auch noch. Aber. Alter. Konzentration jetzt mal. Okay, sorry, ich musste jetzt kurz still sein. So, ja, okay. Damit war mein cooler Flawless-Durchlaufer irgendwie ein bisschen Panne. Naja, du hast einen blauen Brocken für uns. Ja, daran erinnere ich mir uns. Den blauen Brocken, den kriegen wir auch von dir, wenn wir dich hier im Finsterwurzgarten besiegen. Okay. Okay, Freunde, seid ihr ready? Letzter Bosskampf. Ich versuche, den ersten Angriff zu parieren. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Los geht's! Musik bitte ab! Hat nicht geklappt. Egal. Parieren Nummer 1. Schaden ist gar nicht schlecht. Parieren Nummer 2. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Läuft gut bisher. Oh, mal so. Oh. 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 Ja, war nix. Okay. Hat er mich noch? Nee, hat er nicht. Parieren Nummer 3. Und noch ein Schlag. Freunde, seid ihr bereit? Letzter Schlag. Dark Souls Let's Play. Go! Damit haben wir Dark Souls 1 durchgespielt. Und mach mal hier die Freude in deiner fette Rüstung. Es tut mir leid, Gwyn. Aber, Seele, Asche, Fürst, Gwyn. Und damit. So, jetzt, bleiben wir in meiner Steinrüstung. Und damit ist das Let's Play beendet. Und nun können wir hier die Leuchtfeuer verbinden und das Spiel beenden. Ich lege den Controller weg. Und wir gehen in Flammen auf und entfachen die Flamme erneut. Und das war's. Woo! Kleiner Applaus für mich selbst. Vielen Dank. Wow, das wirkte ganz schön egozentrisch. Aber das war Dark Souls 1. Ah, oh, geiles Spiel, geiles Spiel. Ah, oh, herrlich, ich find's grandios. Erstmal schön Strecke. So, dala. Wunderbar. Gut, Freunde. Dann bedanke ich mich ein letztes Mal in diesem Let's Play für euer Zuschauer. Lasst gern ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich in Dark Souls 2, wenn's dann weitergeht. Und ja, ich werde jetzt den Abspann noch ein bisschen laufen lassen, weil er wunderschön von der Musik ist. Werden noch genießen, aber werdet jetzt still sein. Wenn ihr euch ihn noch anschauen wollt, könnt ihr das tun. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Macht's gut. Ciao.